Herzlich willkommen zu einem neuen Video von kreativekiste.de. Ich wurde gefragt, ob ich mal Pump Down und Pump Out erklären könnte und das Ganze in der Schutzsimulation darstellen. Mache ich sehr gerne. Erstmal ganz kurz zu unserem Kältekreislauf. Wir haben den Verdichter, den Verflüssiger, den Sammler, Magnetventil, Expansionsventil, ein Verdampfer und natürlich noch Niedrigdruckschalter und ein Hochdruckschalter. Hier nur die Anschlüsse gezeichnet. Was macht Pump Down? Pump Down sorgt dafür, wenn unsere Raumtemperatur hier im Verdampfer erreicht ist, schließt das Magnetventil. Der Verdichter läuft so lange weiter, bis die Strecke von Saugleitung, Verdampfer und Einspritzleitung bis zum Magnetventil leergesaugt ist. Genau das gleiche macht das Pump Out auch, mit dem einen Unterschied: sollte sich, warum auch immer, hier ein Druck nochmal aufbauen, sei es das Magnetventil kaputt ist oder dass die Temperaturschwankungen irgendwie relativ groß sind, würde der Verdichter bei Pump Down jedes Mal anlaufen. Bei Pump Out würde er nur mit jedem Einschalten vom Magnetventil einmal anlaufen und dann eben wieder ausschalten. Schauen wir uns das Ganze erstmal kurz Pump Down an, die einfachere Schaltung, die einfache Schaltungsvariante davon. So sieht das Ganze aus. So sieht es dann nachher in der Simulation aus. Was passiert? Unser Raumthermostat schaltet ein Magnetventil ein und aus, je nachdem, ob der Sollwert erreicht ist oder der Sollwert eben nicht erreicht ist. Und unser Niedrigdruckschalter schaltet den Verdichter eben ein und aus, je nachdem, ob Druck ansteht oder kein Druck ansteht. Ganz großer Nachteil bei dieser Schaltung ist natürlich, sollte das Magnetventil undicht sein oder eben große Temperaturdifferenzen vorhanden sein, würde selbst nach Ausschalten und Schließen des Magnetventils eben der Niedrigdruckschalter so oft an- und ausgehen, wie die Differenz eben unter- oder überschritten wird. Schauen wir es uns mal an. Das wäre also die Schaltung soweit. Wenn Niedrigdruckschalter eben genug Druck da hat, würde der Verdichter eben laufen. Und zwar unabhängig, also das ist unser Magnetventil, das ist der Verdichter, unabhängig von dem, was unser Magnetventil tut. Man sieht, das Magnetventil könnte auf und zu machen, also der Raumthermostat, und der Verdichter könnte so oft er wollte eben ein- und ausschalten, völlig unabhängig von dem, was das Magnetventil tut. Ich lade schon mal die Datei mit Pump Out, dann sieht man auch gleich, das wird etwas komplexer. Pump Out, wie funktioniert das Ganze in diesem Fall? Man sieht hier, der Raumthermostat würde einen Schütz einschalten und dieser Schütz würde beim Anziehen eben einen Kontakt 13-14 schließen, der unser Magnetventil einschaltet. Kleine Anmerkung, das Magnetventil könnte ich natürlich auch direkt auf den Raumthermostat legen, wenn ich das möchte. Die eigentliche Besonderheit ist aber eigentlich die, dass nach dem Niedrigdruckschalter eine Selbsthaltung kommt. Hier sehen wir K1, ihr seht immer, wenn ich wo drauf gehe, dann wird er so blau hinterlegt. Deswegen sage ich es nicht jedes Mal. Hat unser Raumthermostat eben angezogen, ist der Kühlraum von mir aus einmal zu warm, würde K1 kurz anziehen, Kontakt 23-24, unsere Spule K2 würde Spannung bekommen und würde anbleiben, in diesem Moment noch, weil K1 eben angezogen hat und K2 die Selbsthaltung angezogen hat. Ist der Raumsollwert nun erreicht, vom Raumthermostat würde der Kontakt aufmachen, K1 würde abfallen, K1 23-24 würde öffnen, aber der Verdichter würde weiterlaufen, weil eben über den Kontakt 13-14 die Selbsthaltung von K2 aktiv ist. Würde jetzt der Niedrigdruckschalter einmal öffnen, dann würde K2 sofort abfallen und selbst würde dann der Niedrigdruckschalter wieder schließen, weil es undicht, also weil es Magnetventil undicht ist oder Temperaturunterschied oder so, kann der Verdichter nicht mehr anziehen, weil er über K1 und K2 eben gesperrt ist. Schauen wir es uns in der Simulation an, da sieht man es etwas besser. Jetzt ist gerade auszustanden, man sieht hier Magnetventil und der Verdichter. Der Raumthermostat schaltet das Magnetventil ein und man sieht jetzt auch, dass K2 angezogen hat. Würde jetzt der Raumsollwert erreicht werden, das Magnetventil also zumachen und der Kontakt aufmachen, sieht man, dass das Magnetventil ausgeht, K2 aber weiterläuft, und zwar über die Selbsthaltung. Und würde jetzt der Niedrigdruckschalter eben Pump Out, wenn jetzt genug abgesaugt wäre, eben aufmachen, fällt K2 ab. Und selbst wenn der Niedrigdruckschalter jetzt wieder so viel Druck hat, dass die Differenz des Delta vom Druck überschritten ist und zumachen, sieht man, dass die Spannung bis K1 und K2 anliegt, aber K2 eben nicht mehr anziehen kann.
kommt jetzt wieder der Raumthermostat mit Magnetenhebel dazu. Kann der Verdichter wieder anlaufen, sollte der Raum so wieder erfüllt sein, würde eben K2 sich selbst halten und eben erst wieder über den Rückschalter ausgehen und dann aber auch nicht mehr angehen. So, wunderbar. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein bisschen helfen, das mit der Simulation machen. Die nächsten Tage, denke ich, schaffe ich es auch noch, die Bilder und die Dokumentation so ein bisschen auf die Webseite hochzuladen. Vielen Dank fürs Zuschauen und Kälteanlagenbauer ist der beste Beruf auf der ganzen Welt, wenn ich das hier mal so erwähnen darf. Vielen Dank fürs Zuschauen.